Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Stellaris im Koop. Ist ein bisschen dicey, die Situation gerade. Aber wir haben Sensor links. Yay! Oh, du hast ganz schön viele Schiffe rumfliegen. Oh, tropische Welten hast du da. Eine 25er tropische. Darf ich mir die markieren? I would like that. Die 25er tropische ist so der beste Planet, den du bei dir in der Nähe hast für mich. Ja, obwohl, du hast noch eine 10er Kontinental, aber die kannst du gerne haben. Also, das nicht. Sind zwei tropische Welten in der Nähe. Arida. Ja, aber die andere ist halt kleiner, also die müsste ich nicht unbedingt haben. Aber die eine, hier ist noch eine. Hier ist noch eine kontinentale 17er, die wäre natürlich auch noch nice. Aber tropische wäre schon gut. Oh, hier ist eine kontinentale 19er, die anderen Schweine auch wieder annektiert haben. Hier die Union of Yuvan. Ich hätte gegen die Krieg führen sollen. Aber es ist so tempting, wenn die anderen hier schon mit denen Krieg führen, dass die schnell vernichtet werden und ich dann reinjumpen kann, ne? Und ich dann mir schön alles schnappen kann. Machen wir mal weiter. So, okay. Komm schon, noch eine Korvette, dann bin ich auf Maximum. Ich werde vielleicht ein bisschen overbuilden. Aber ich bin bei 1300 Strength, also das läuft. Also theoretisch würde der Plan jetzt sagen, wir versuchen deinen Krieg so schnell wie möglich zu Ende zu bringen und dann switch mal zu mir über. Wenn ich die als Vasallen habe, bin ich soweit safe. Dann kann ich jeden anderen Krieg hier gewinnen gegen die Typen. Die einen hier haben vier Planeten, die kriege ich platt. Die anderen hier haben drei Planeten, das wäre die nächsten, die ich mir holen würde. Aber das wäre kein Problem, also da bräuchte ich dich wahrscheinlich gar nicht für. Es wäre gut, wäre immer gut, aber... Ja, wir helfen uns natürlich. Unterstützen. Bloß ich hätte halt logischerweise auch einen Krieg, wo ich ganz klar Hilfe anfordern würde. Ja, würde ich sofort machen. Außerdem habe ich dann Vasallen, das wäre dann noch mehr Truppen. Zwar nicht unbedingt von Leuten, die mich mögen, aber na, selbst wenn die nicht loyal sind, die schützen in meine Heimatstädte. Ich muss es halt nur irgendwie schaffen, die zu besiegen. Momentan habe ich noch nicht mal die Reichweite, um alle Planeten zu erreichen. Was mir eh nichts bringen würde. Ah, ich habe meine Precursor jetzt endlich mal entdeckt. Oh, das war ein bisschen spät eigentlich. Ich glaube, kaum, dass du noch eine Chance hast, das zu schaffen. Ich habe auch noch nicht genug von denen entdeckt, um die zu finden. Aber ich habe hier eine fucking Ringworld! I want this so badly. Das ist ja ein Mordsglück, dass du die bei dir hast, ne? Die Ringwelt, das ist ja... Ja, die ist noch nicht in meinem Reich. Sie ist leider noch nicht in meinem Reich. Also ich habe sie noch nicht fest, aber das wird. Ja, aber dass du sie zumindest so nah hast, das ist ja ein riesiger Glücksfaktor. Das ist absolut mega awesome, sage ich dir. Komm schon, gib mir nochmal 99. Oh, ich habe die Gefechtsrollen, sehr gut. Toll, jetzt habe ich gerade meine Schiffe aufgerüstet. Meh. Wächterpunktverteidigung. Ich glaube, das wäre gut, die jetzt zu haben. Ja, ich glaube, das wäre besser als die Kolonieschiffe gedönt. Das hat nicht so eine Priorität in meinen Augen. Ich glaube, irgendwie krieg die Nomaden nicht integriert. Es bleibt durchgehend auf minus 25. Es geht nicht höher gerade. Ah, das ist scheiße. Aber zur Not... Brech alle Verträge, erklär den Krieg, töte sie, dann fertig. Sind sie breiten auch, ja. Die sich aus? Nein, die sollten sich eigentlich nicht ausbreiten, aber geh auf Nummer sicher. Krieg erklären, töten, dann. Das ist ein sehr einfacher Krieg, weil die haben nix. Ich meine, sobald du einen Spaceport erledigen kannst, hast du die in der Tasche eigentlich. So gut wie. System Survey complete. Habe ich meine letzte schon? Meine letzte Korvette? Oh, jetzt kann ich schon zwei Korvetten noch bauen, sehr gut. Oh, meine Freunde kommen an. Yay! Die sind nicht wirklich meine Freunde. Das heißt, die wollen mir den Planeten stehlen, ihr Schweinebären. Das ist mein Planet. Verpisst euch. Aber siehst du, die haben auch schon 4 Zerstörer. Die haben aber ganz schön Truppen verloren, die Typen. Wir haben nur 4 Zerstörer und 5 Korvetten. 479 Strength. Ich habe 1400 Strength. Aber wir würden wahrscheinlich zusammen gegen die Typen kämpfen, wenn sie mich jetzt angreifen. Und damit bin ich gut dabei raus. Also wenn wir bei ihrer Hauptwelt oder bei der linken Welt kämpfen, dann kann ich dir helfen. Da komme ich jetzt schon hin. Bloß woanders müsste ich ja erstmal bauen. Das kann ich jetzt nicht sofort erledigen. Ja, ich muss auch noch bauen, leider. Aber ich habe ja meinen Posten hier. Ich habe ja meine Welt direkt neben ihnen. Das heißt, ich kann dort einfach bauen und habe Zugriff zu allem. Warum auch immer das mit den scheiß Wurmlochstationen nicht ordentlich funktioniert. Ich bin echt gespannt, wann sie das fixen. Das gibt es ja schon ewig und es nervt mich so an. Es ist auch extrem blöd, ehrlich gesagt. Truppen landen. Es ist so gefühlt ein uralter Bug, der einfach. Oh, warte. Okay.
Anführer. Ich brauche erst einen General, sonst schaffen meine Truppen das nicht, auch gegen, nicht gegen die Paar. Oh, einen nach Ruhm strebenden. Schadensbonus und Moralbonusschaden. General musst du immer haben, also ohne I'm General. Gonna have piece of that. Ja, zumindest einen. Nö, es geht auch so, aber vor allem, wenn man stark ist, aber das, ja, so geht's besser. Okay, ja, ein Planet kostet, von mir ist... Es kostet dich ja quasi nichts, also why not? Das nimmst ja, du es einfach mit. Es kostet Influence, aber ich habe momentan ja, so viel Influence. Ich hatte noch nie so viel Influence, ne? Das ist richtig krass. Ich krieg halt extrem wenig, weil ich so viele Planeten habe, die mir ein Minus machen. Gerade 20%, das haut ordentlich rein, also... Ne. Planeten Minus in Influence? Das ist aber neu. Ja, das machst du auch Minus deswegen, wegen dem Planetenmanagement. Ach, Planetenmanagement, das ist was anderes. Das heißt nur, dass du keine Sektoren ausgegeben hast, du Held. Ja, ich will keine Sektoren ausgeben. Sektoren sind so awesome. Das ist ja auch, was ihr nicht versteht. Wenn er die Scheiße selber nicht ordentlich verwalten kann, dann soll er den scheiß Sektoren das geben. Die machen wenigstens irgendwas. Ja, am Ende mache ich ja Sektoren, aber jetzt am Anfang, weiß ich, mache da nicht gerne Sektoren. Ja, aber damit versaust du dir stimmt. alles, weil du verlierst so viel Energie und so viel Effizienz, so viel Mineralien, die du für sinnvolle Dinge ausgeben könntest. Okay, P94 so. L-Singularity. Das ist wieder irgendein Dings wahrscheinlich, irgendein Kurator oder so ein Shit. Ah, oh, kack, mein Forschungsschiff ist gerade unbeschäftigt, das ist nie gut. Mach da mal ein bisschen was rum und da auch und da auch. Das mag ich auch an den automatischen Erkundungen nicht, ne? Die gehen nämlich sehr, sehr schnell mal auf die falschen Planeten, nämlich in Kriege rein. Ist mir noch nicht passiert. Also da hatte ich jetzt noch wenig Probleme. Ich habe jetzt wirklich einen Kurator gefunden und noch irgendwas. Ich wurde von einem Weltraumreich kontaktiert. Auch ja, von der anderen Seite des Universums, schön. Oh. Moin. Die werden dir gefallen, die sind spiritualistisch und egalitär. Pilze sind es. Oh crap, wie viel haben die? 1489, das ist nicht so geil. Ich habe 1500, aber ich bin auch ziemlich an mein Limit gepresst und habe noch keinen einzigen... what the fuck are you? Warum habe ich ein Konstruktionsschiff dort? Wow, die sehen genauso aus wie ich. Nein, sehen sie nicht. Ich habe gerade eine Rasse entdeckt, die sehen genauso aus wie ich, bloß eine andere Farbe. Wirklich? Ja. Okay, das kann passieren. Ich dachte jetzt, du meinst die ich gerade gefunden habe. Die sehen auf gar keinen Fall so aus wie du. Das finde ich interessant. Kann natürlich passieren, aber interessant. Ja, definitiv interessant. Komm schon, gib mir mal ein paar Zerstörer. Ich überbaue auch, ist okay. Ah, ich brauche den Raumhafen noch, goddammit! I hate this! Oh mein Gott, ja, haha, Perk. Perk. 1400 machen die und die Typen hier, die machen 181, meine Freunde. Ja toll, die sind schon gekillt worden. Das ist super. Die haben nur Korvetten, die Typen, gegen die ich gerade kämpfe. Und dann nur 28 Stück, ich habe mehr. Oh, weißt du, was ich gefunden habe? Welche Technologie ich erforschen kann? Drei gute Telda-Kristalle. Weißt du, wie mega die sind? Oh ja, jetzt mein Verbündeter garantiert die Unabhängigkeit von den Typen, die ich platt machen will, ne? Ist toll. Von meiner von der Union of Juvan. Das finde ich kacke. Ich glaube, du müsstest dich besser mit dem absprechen. Der ist ein Arsch. Ich habe jetzt keine Zeit für die Alien-Beschaffungskette da, für den Mist. Okay, geht mal dorthin. Zu Breek. Warum willst du dahin? Hä, ich habe doch gerade... Dings hier gebaut, oder nicht? Warum hast du da unten eingebaut, du Vollidiot? Oh. Der hat gerade einen dummen Sprungpunkt gebaut, der Trottel. Ihr wollt das wirklich nicht wiederholen? Vielleicht soll ich echt gegen die kämpfen, einfach. Nee, ich will erst Zerstörer sehen. Komm schon, gib mir Zerstörer. Denn der kann sich gerade nicht entscheiden, ob er seinen eigenen Planeten befreien will, ne? Ist voll gut. Der kann sich echt nicht entscheiden, ob er seinen eigenen Planeten befreien will. Das ist eine wahre Freude. Ich habe 34%. Ich brauche noch einen Planeten, dann habe ich sie am Arsch. Noch einen. Das kriegst du doch noch hin, oder?
Momentan kriege ich gar nichts hin, denn da sind nur noch 1500 Stärke, die hier mir einen Sack weghauen wollen. Du hast wieder nichts zu tun, dann mach mal da was. Du hast nichts zu tun, wo bist du? Da oben, dann... Erkunde einfach, ist mir doch wurscht. Geht mir gerade voll auf den Zwirn, ihr Penner. Oh, was? Wo? Was? Ach, wegen denen ihrer scheiß Battle Group, geh mir nicht auf den Sack. Ist doch nur ein Außenposten. Da kannst du noch ein bisschen Energie bauen. Energie kann ich gerade voll gebrauchen. Dankeschön, läuft. So, meine Truppen, was würden wir machen? Wir haben nur 1500 Stärke. Der erste Zerstörer ist aber draußen. Oh, der ist sogar noch in meinem Rahmen. Das ist ja cool. Ich habe genug Limit. Ich muss denn ihre Battlegroup zerstören, aber ich bin gerade gleich auf. Das ist Kacke. Ich will nicht gleich auf sein, ich will besser sein. Und ich habe noch keine verbesserten Schilde. Das ist auch Shit. We need shields, man. We need shields. Wow, oh, mein erster Forscher ist tot. Das ist. Ich habe seit langem mal wieder eine Anomalie gefunden. Ja, das ist immer doof, wenn der Forscher drauf geht. Das stimmt. Ist immer diese erste Welle von toten Forschern. Mhm. Günstige Kriegsforderung. Maybe? Ich nehme erstmal die Flottenakademie, die ist viel besser. Oh Gott, schon wieder eine Research Complete. Aber jetzt ballert mich doch nicht zu mit dem Scheiß. Kann ja wohl nicht sein. Und keine Telda-Kristalle mehr. Verdammt. Nur noch Trefferpunkte Hülle, aber das ist eigentlich auch ganz gut. Nämlich Zerstörer werft. Ich habe noch nicht mal Nano-Composite-Material. Ach komm, die machen Nano-Composite. Das ist gut. Und noch eine Tradition. Mann, ich kann doch nicht so viel gleichzeitig. Du bist schnell überfordert manchmal. Das ist gerade alles. Es kommt hier gerade alles aufeinander. Ne? Das ist total schlimm. Okay, erst Perk wäre jetzt gut. Oh. What? Ihr habt den Planeten aber noch nicht erobert, ihr Trottel, ne? Okay. Okay, ich habe 1700 mit ein paar Zerstörern. Aber ich glaube, jetzt wird's Zeit. Mehr Zerstörer. Und noch eine Corvette, komm. Leute! Ich bin nicht überfordert, das geht alles noch, aber es ist so viel. Warum muss hier immer gleich alles aufploppen? Wow! Haha! Goodbye, ich Konstruktionsschiff. Wow. Was denn? Ich habe eine Fraktion, hier Demokratenfraktion, und die ist gerade auf 17% Happiness. Nice. Oh, die ist mir gerade durchgespawnt. Meine geringste ist auf 48%, glücklicherweise. Oh, wow. Das ist echt ätzend. Oh, ja. Ich glaube, die unterdrücke ich. So, jetzt wird der Kampf weitergehen. Endlich mal. Die 6 kann ich mir noch nicht holen. Dann hol dir die 4. Der Kampf muss weitergehen, Leute. Ich brauche nur noch einen Planeten, dann habe ich sie. Dann habe ich sie am Sack. Und dann können die anderen mir auch nichts mehr, die gerade mit denen im Krieg waren, weil sie nicht mehr... Doch, die existieren noch. Vielleicht bekomme ich da ja den Krieg überschrieben. Aber gut, die hatten eh keine Flotte gerade mehr, also. Ja, die sind gerade auf erbärmlicher Flottenstärke. Weißt du, ob eine Fraktion verschwindet, wenn ich sie lange genug unterdrücke? I don't know. Ich wünschte. Ich wünschte, es wäre so, aber ich glaube es irgendwie nicht. Okay, ich brauche noch ein paar mehr Armeen. Ich habe viel zu wenig Armee. Ich hätte gern Druiden. Wie sieht's aus mit Druiden? Nein, keine Druiden heute. Das ist ein bisschen scheiße. What? Warum bist du hier? Verschwinde! Du blöde Corvette, verschwinde! Oder du bist ein Zerstörer, verdammt, noch schlimmer. Und ich habe eben auch von einem General gesprochen, keinem Admiral, ne? Also... nur weil ich das auch gerne mal verwechsel. Okay. Die Begriffe sind sich eigentlich so ähnlich. Okay, ja, ich weiß. Ich benutze dann für alles General, egal wo er ist. Ja, das ist so doof, ne? Das ist aber so falsch. Das geht nicht. Nein, nein, nein.
Den habe ich schon aufgerüstet. Hier, den habe ich noch nicht aufgerüstet. Scheiße, nicht genug. Nicht Angriffsversprechen, Einladung. Ah, ihr auch noch. Wenn ihr jetzt auch noch zusammenarbeitet, dann haben wir gleich ganz große Probleme, wir Typen hier. Die sind sich echt so uneins. Mit mehreren Leuten im Krieg zu sein, finde ich nicht so geil. Die springen gerade zwischen zwei Systemen die ganze Zeit hin und her. Das ist so geil. Und ich habe mittlerweile 1800 Armeestärke, Armada-Stärke. Einfach weil Destroyer voll reinhauen. Ja, das gibt ja einen ordentlichen Schub dann. Oh ja. It's so nice, man, it's so nice. Und ich habe jetzt endlich ein paar Forschungslabore, das heißt, da geht auch mal ein bisschen mehr ab. Ich mache 16, 27, 27. Ne, ich will Ingenieurslabor, keine Verteidigungsstation. Okay, Attack. Was? Ihr habt Sklaven, ihr Schweinebande? Okay, ich muss euch ausräuchern. Weil du ja so ein Menschenfreund bist. Ne? Ja. Ja, ich bin egalitär. Hallo, wir... Du kannst sagen über uns, was du willst, ne? Aber unsere Leute sind alle gleich. Ja, sind alle frei. Frei zu sterben, wenn wir es ihnen sagen. Und sie sind alle gleich unfrei. Sich für uns zu opfern und sowas, aber das ist ja alles nicht so wichtig, ja? Das sind Details, ja? Details. Ja. Mindere Details. Okay, noch ein Planeten, 67%, wie sieht's aus? Oh, come on, minus 7, willst du mich verarschen? Das ist nur, weil die noch eine Flotte haben. Dann springen wir halt gleich weiter zum nächsten. I don't care. Springt dahin. Ihr kommt auch dazu. Ah, crap, sie haben sich den Planeten wiedergeholt, ihren eigenen. Also den vormaligen. Und sie haben jetzt 1500 Stärke. Ich will sie nicht angreifen, verdammt. Scheiße. Noch ein Forschungsschiff, das nichts mehr zu tun hat. Dann machen wir hier weiter. Ich habe gerade echt keine Zeit für Forschungsschiffe, ne? Ja, deswegen will man Auto erkunden. Ja, definitiv. Ich erforsche doch gerade die Autoerkundung. Ich kann mir jetzt auch leisten, ein paar teure Texte zu erforschen, wo ich jetzt viel mehr mache an Forschung. Ich habe Forschung zu sehr vernachlässigt wegen den anderen ganzen 6 Millionen Sachen, die man hier machen muss. Mensch, das ist voll schlimm. Okay, hau das kaputt. Ich bin gerade in einer winzigen Energiekrise, fällt mir so langsam auf. Ich bin in einer großen Energiekrise. Mehr Zerstörer, go, go, go. Ich habe kein Limit mehr, aber ist mir egal. Du bist schon über dem Limit, oder nicht? 42 von 38, also nicht wirklich. Ich habe gut Stationen gebaut, Mensch. Neues Ingenieurlabor und ich könnte jetzt. Schade, Explosivwaffen. Ich habe aber noch keine Raketen. Dann nimm halt die Zerstörerwerft. Gehen wir direkt eine Tech höher. Was das angeht. Ja, und sie nehmen den anderen jetzt wieder ein, oder? 1700 ist ihre Flottenstärke gerade. Nur Korvetten. Ich verstehe nicht warum. Ich muss sie erledigen. Ich glaube, ich muss sie per se angreifen, so richtig. Aber ich glaube, sie haben bessere Deflektoren und so ein Shit. Und bessere Waffen. Deswegen sind sie so stark. Ja, sie nutzen dieselben Waffen wie ich, aber sie haben Stufe 2 Deflektoren. Ja, das ist ein Problem. Das wird also sehr, sehr gemein, wenn ich dort angreife. Dann verlierst du auf jeden Fall ein Stückchen mehr als sie. Deutlich mehr Schiffe, ja. Ich muss versuchen, so schneller Planeten zu erobern. Das ist die einzige Chance, die ich habe ich das Gefühl. Aber ich meine, ich habe Zerstörer, sie haben nur Korvetten. Das heißt, ich bin immer noch im Vorteil. Ich würde gewinnen, definitiv. Auch in einem direkten Konflikt mit ihnen. Ich würde definitiv gewinnen. Sie hätten da nicht die Chance. Ich krieg meine Unity-Produktion gerade nicht hoch. Das ist... Ich hink da wirklich... Ah, Leute, er kriegt's nicht hoch. Das ist voll schlimm. Wie viel hast du denn? Ist schon traurig, wenn man es nicht hochkriegt, ich weiß.
Ich will mit dir nicht über Sachen kriegen, die ich hoch oder nicht hochkriege, ja? Du willst niemals keine Sachen kriegen, die du hochkriegst oder nicht. Okay, interessant. Wow. Macht natürlich Sinn, ja. Wow. Cool. Das ist unter deinem Niveau. Unter meinem Niveau, ja, genau. Unter deinem Niveau, ja. Das gibt's gar nicht unter meinem Niveau. Ich dachte, du wärst uns sehr niveauvoller, ja. Aber nee, jetzt lerne ich dich hier erst richtig kennen. Ja, ist ja echt schrecklich. Du warst nicht lang genug im Stream, sag ich dir. Manchmal geht auch ein bisschen Niveau los. Es geht einfach los. Ich brauche mehr Energie, Mann. Ich hab warte. Yes! Situation Lord. They are mine! Hast du als deine Vasallen? Ja. They are mine. Und ich habe jemanden neuen. Ich habe die Vulkanier getroffen. Und noch jemanden. Die Sibulan League. Ja, ist cool. Alle voll toll. Ihr seid alle die besten, geilsten Säue. Yes, ich hab meinen ersten Vasallen. Woohoo! Und ihr habt das Dingsversprechen gebraucht? Ihr seid unterlegen. Euch könnte ich gleich noch als nächstes wegnomsen. Hätte ich nicht einen Defensivpakt mit euch. Aber weißt du was? Weil sie unterlegen sind, führe ich gleich noch einen neuen Krieg. Ich hau direkt den nächsten Krieg raus. Und zwar gegen die Penner, die mir hier oben auf den Sack gegangen sind. Und dann wahrscheinlich noch gegen meinen Rivalen, weil den hasst eh jeder. Ah, oh, wie schön. Sie sind illoyal, aber who cares? Die kriegen ja sowieso Trust. Und damit gleiche ich die minus 102 schon wieder aus. Die wird sowieso wegen neuer Kontakt- und Kriegserklärung noch ein bisschen runtergehen. Du baust mir mehr Energie, wäre gut. Da ist doch Energie irgendwo. Bau Energie. Okay, das ist sehr cool. Lüg, das ist sehr cool. Ich habe gerade einen enormen Sieg geschafft, der meinem Reich sehr zugutekommen wird. Vor allem, sobald ich sie integriert habe. Das Dumme ist, ich glaube, sie sind vom Planeten her gleich. Ja, sie sind kontinental. Also dafür sind sie total unnütz. Na, dann wäre es halt einfach nur vor sich hin vegetieren. Aber die nächsten. Oh, und da habe ich direkt schon wieder jemand rivalisiert. Yay, die Vulkanier nämlich. Mit Undercut, die Undercut-Vulkanier. Oh, wir sind jetzt schon ein paar unterlegen. Das ist sehr gut. Ihr seid noch ebenbürtig. Und die Technologiestufe ist jetzt auch ebenbürtig. Also ich habe aufgeholt. Ich weiß nicht, wie ich diese ganzen Fraktionen managen soll. Das ist echt eine Qual. Ich kann es dir sagen. Knarre, Kopf, abdrücken. Dann. Wenn es so einfach wäre. Wenn es so einfach wäre. Aber denk dran, bei denen, nicht bei dir. Gut, dass du es sagst. Dankeschön. Ja, ich dachte, dass das schwer ist. Ja, sowas verwechselt man ja leicht. Sich selbst, die anderen. It happens. Details. Wer ist nicht der Erste, dem das passiert? Okay. Das Dumme ist, die sind jetzt geschützt von den anderen. Kann ich dich reinrufen? Können wir einen Defensivpakt machen oder sowas? Haben wir doch schon, oder täusche ich mich? Nee, haben wir noch nicht. Jetzt haben wir einen. Hast du die anderen Sachen, die Forschungssachen auf 30 Jahre gemacht? Ja, das läuft alles auf 30 Jahre. Sehr gut. Bin ich der Meinung. Weil ja, dann 58 haben wir erst wieder Probleme mit neuen Deals. Du bist auch der Einzige, den ich einladen kann. Ach, mit anderen habe ich keinen Defensivpakt mehr. Das ist ja, ach nee, habe ich nicht, weil die ja mitspielen werden hier. Nee, werden sie nicht? Die garantieren die nicht mehr. Warum ist die Athanabian? Ach so, weil die meine Vasallen sind. Okay, cool. Deswegen sind die automatisch im Krieg. Vasallen dann. Und diesmal will ich aber auch demütigen, weil diesmal können wir sie komplett plätten. Also du kannst mit in den Krieg, wenn du möchtest. Ich hoffe, du möchtest. Ich komme halt gerade nicht ran, weil... Ja, müsstest du, die sind direkt hier bei mir. Das sind die Roten. Die müsstest du sofort... Hast du doch gerade gekämpft, oder nicht? Nee, ich habe gegen die Blauen gekämpft, weiter rechts. Ah, also ich dachte, es wäre nicht selben wie du, weil ich so ähnlich aus... Okay. Dankeschön. Ja, ich kann. Wir können uns bei ihrer Hauptwelt und bei der linken Welt treffen. Also die rechte musst du halt allein machen, aber. Die rechte mache ich gerade, das ist die erste, die ich mache. Du kriegst ihre Flotte auch allein. Nimm Rundor. Ich hoffe es, ich denke schon. Aber nimm Rundor, da denke ich, werden sie auch keinen Posten haben zum Verteidigen. Dann gib mir gerade noch ein paar Tage, bis meine Flotte dahin gereist ist.
Warum möchtest du den Krieg erklären? Ich erkläre den Krieg und ich stimme mit Ja, natürlich. Du hast noch nicht Ja gestimmt, deswegen sind wir noch nicht im Krieg, glaube ich. Ah, da oben. Vote yes. Sehr gut. Was für eine Flotte haben die? Weißt du es? Ja, gleich wie ich, keine Ahnung. I don't really know. Flottenkapazität ist unterlegen, also unter 44 und die Flotte ist ebenbürtig. Ah, du hast die Flotte. 1600. Könnte ich sogar erledigen. Aber ich will die nicht alleine bekämpfen. Kannst du dazukommen? Ich kann da im Moment noch nicht hin. Ich müsste dann jetzt nochmal im Krieg hier irgendwo ein Wurmloch bauen. Das ist natürlich schlecht. Ich kann versuchen, ein Wurmloch hinzukriegen. Aber sie sind wieder abgehauen. Jetzt hast du die Garantie widerrufen? Ich dachte, du wärst dann schon im Krieg, aber er hat wahrscheinlich sich entschieden, nicht in den Krieg zu kommen. Kein Wunder, seine Flotte wurde ja auch gerade vernichtet in einem Krieg, der dem überhaupt nichts gebracht hat. Der nur mir was gebracht hat, weil er die Typen abgelenkt hat. Das ist so geil, das ist super perfekt gelaufen, Leute. Oh, ich liebe es. Ja, die sind zwar hier... Oh, die haben auch Wurmlöcher, interesting. Sie sind zwar hier, aber sie sind nicht wirklich hier. They don't want any of my shit. Also nach dem, was ich gesehen habe, ist ihre Flotte unterlegen auf jeden Fall. Ja, 1600 dürfte nicht viel werden, ja. Also mich machen es immer noch platt, aber gegen dich. Ja, wenn du zu mir kommst, du musst ja nur deine Flotte mit meiner verbinden, also mir folgen lassen, dann können wir sie total wegballern. Ja, also ich habe jetzt meine zwei Constructor losgeschickt, um zu bauen, aber... Okay. Ja, mal schauen. Eventuell habe ich den Planeten hier auch ganz schnell fertig, das kann ja sein. System Survey complete. Ja, okay, auf dem Planeten soll es recht schnell sein, das ist... Wow, -11 ja. Energie. Das ist... Ich habe minus 15. Ich habe minus 15. Deshalb solltest du halt schnell zu mir kommen, weil es kann sein, dass sie sich entscheiden, den Schwächeren anzugreifen. Das wärst du. Nee, mein Constructor ist dumm geflogen. Ah, das ist dumm. Das stimmt allerdings, das ist immer sehr blöd. Okay, oh, okay. Geht. Ich weiß, wo ich mein Wurmloch baue. Geht's oh, scheiße, ich habe gerade alle Energie. Kannst du mir Energie schicken, ganz schnell? Ich Idiot, habe minus 10. Oder warte mal. Ich kann ja ein bisschen was schicken. Nee, warte, ich breche einfach die zwei Sachen hier ab, die ich gemacht habe. Dann halte ich noch eine Weile durch mit minus 15. Und das hier breche ich auch ab. Incoming Transmission. Oh, wow, dankeschön. Das hält mich eine ganze Weile noch am Laufen. Sehr cool. Ich muss nur den Krieg beenden, dann ist alles wieder gut. Es ist, weil meine Flotte gerade außerhalb des Orbits ist und ich keine Zeit hatte, gut meine Energie auszubauen. Ich weiß nicht, was es bei mir ist. Ich krieg gerade irgendwie keine Energie mehr rein. Das ist... Research Agreement mit euch? Ganz kurz. Ja, mach nur. Ich bin gerade nur im Planeten am Belagern, also ist cool. Ich hätte mehr von ihnen als sie von mir. Das ist doch gut, das ist immer ein schöner Deal. Ja, dann, meinetwegen. Das Dumme ist, dass du halt auch meine Technologien ihnen hinfunnelst, ne? Ja, das sind ja sowieso die, die ich gerne platt machen will. Also, wenn die theoretisch nicht mehr lange leben, wenn das jetzt alles so läuft, wie wir es gerne hätten. Planet ist mein. 33% schon, einen Planeten noch und dann haben wir es. Wollen wir unsere Bayron dort treffen? Ja, können wir. 20 Tage. Das Schöne ist, momentan sind die Reiche noch so wunderbar klein, dass ich das über einen Planeten, über ein Dings machen kann, über einen Sprungpunkt. Ist so gut. Es wird später so nervig. Ja, nach die dem großen Krieg, Kriege nicht. Die großen nach dem Krieg müssen wir dann erstmal Wurmlöcher in unseren Reichen ausbauen gegenseitig. Nach dem Krieg ist vor dem Krieg, denke ich mal. Ja, dumme Sprüche gehen. Ich hatte eigentlich schon gesagt, dass da einer was bauen soll in deine Richtung, aber hat er irgendwie nicht gemacht. Ich weiß auch nicht. Doch, ach so, da unten, okay. Ja, falscher Weg. Du da, bau hier auch noch eins hin. Also wenn du den Horizon... Sie haben ihre Flotte da, bist du dann... Okay, du bist da. Ja, ich bin auch da, klar. Muss halt nur deine Flotte mit meiner verbinden. Kriegst du sie noch? Ich könnte sie kriegen, aber ich weiß nicht, ob ich sie kriegen will, weil du... Ja, jetzt habe ich sie eh. Weil du sehr... Nee, ich habe nur die Station. Weil du sehr spät dazukommen würdest, deswegen wollte ich sie ja gar nicht
Kann ich, wie kann ich meine an deine anheften? Following. Okay, sie folgt einfach dir. Einfach Follow, ja. Sehr gut. Okay, minus 16 Energie. Was läuft hier denn gerade falsch? Oh, sie haben hier zwei Planeten, die nicht geschützt sind. Oh, baby, yeah. Das wird easy. Kannst du... Krieg es durch. Ja, aber kannst du deine Flotte auf den anderen Planeten, auf Fidget gehen und ich gehe auf Farshore? Ja, ja, kann ich machen. Kommen meine Truppen gleich und ballern alle weg. Was sind das für Gase? Oh, mehr Bewohnbarkeit! Yes, 5% mehr Bewohnbarkeit, die nehmen wir sofort. Ich letztes Mal voll unterschätzt. Ich mach ganz schnell noch die Station hier kaputt. Ich habe ja meine Truppen hier, damit kann ich ja ganz schnell. Ja, gegen die 3300 haben die keinen Bock, das ist so geil. Me likes. Ich muss jetzt gerade einfach nur mal Pops hin und her schieben. Auf meinen Welten. Weil es total widerlich ist, wie die stehen. Das Schöne ist, ich habe jetzt automatische Erkundung. Ach, das ist so toll. Ein Wunder. Oh, ich habe die tropische Welt 25 in Reichweite. Ich glaube, mein Forschungsschiff wird da zuerst mal nachschauen. Ich gönne mir die mal, ja? Ist das okay? Tropische 25, die... Die direkt unter dir. Ja, da habe ich nichts, wo ich benutzen kann. Ich würde rechts von dir eine Welt beschlagnahmen. Rechts von mir? Über dir, sorry. Halt über dir, rechts von mir und über dir. Welche ist das? Kannst du mir das System nennen? Istora? Oder Lüktabon? Das zweite, genau. Lüktabon, okay, dann nimm Lüktabon. Ja, kannst du haben, das ist okay. Müssen wir eventuell die nicht verbinden können, aber... Das ist auch noch eine Riedewelt. Die ist schön, 22er. Zerstörerwerften, sehr gut. Plasmatriebwerk? Ich glaube, Plasmatriebwerk klingt gut. Oder mehr Hüllentrefferpunkte, wenn ich das überhaupt hier finde. Nee, nur Plasmatriebwerk ist erstmal besser. Gut, dann ersetze ich in... Nee, noch nicht. Doch, Flottenakademie. Und ich bin eh fast Max, sehr gut. Ich will die Zerstörerwerft aber auch bauen. Flottenakademie ist echt sinnvoll. Die ist so ich habe das, Horizon-Signal gefunden. Das ist very nice. Das ist schlecht. Das ist extrem schlecht, das weißt du. Weißt du, was das für ein Kackding ist? Nö, das wird deine gesamte Rasse verändern, ne? Ich wollte dir nämlich schon sagen, wenn du das findest, überleg dir, ob du es machst. Okay, und es ist nicht einfach so getan und da wird eine Menge Scheiße passieren und sowas. Okay, und deine Rasse wird verändert. Deine Rasse wird komplett umgekrempelt auf genau die entgegengesetzte Richtung. Was vom Aussehen her von... Ich glaube sogar, du kriegst die Stats. Nee, du bist weak? Bist du weak? Nicht mehr, glaube ich. Weil wenn du weak wärst, würdest du die Stats nicht bekommen. Dann bekommst du nicht das Strong. Sonst bekommst du Strong. Aber wenn du... Sonst würdest du halt Strong bekommen, aber ja. Also, du kannst es eine Weile machen, aber da wird ganz schön viel Kacke passieren. Du wirst mindestens drei Leute verlieren. Also, ich glaube sogar zwei Forscher und einen, so habe ich es gesehen. Und einen, einen Gouverneur. Ich glaube, du wirst einen General töten müssen, der dupliziert wird. Und der hat dann einen Trait, dass er irgendwann, dass das nämlich das Event ist, was ihm passiert und sowas. Keine Ahnung, irgendwie so ein kranker Scheiß. Also, hat es auch irgendwas Gutes, so wie du es jetzt gerade beschreibst? Es ist ein Zeitparadox. Und eigentlich nicht wirklich. Ich meine, du kriegst halt einen besseren Trade bei deiner Rasse, wenn du nicht schon weak bist, weil weak und strong geht nicht, aber du würdest dann strong bekommen. Ich habe noch nicht viel Gutes darüber gesehen. Es ist lustig, es ist eine interessante Chain und ich würde sie auch gerne mal machen, aber ich würde sie nicht jetzt machen wollen. Okay, wir heben sie auf. Ja, wir heben sie mal auf. Was heißt, du hebst sie auf? Du kannst sie nicht aufheben. Ja, ich habe sie jetzt entdeckt, aber ich muss sie ja nicht sofort machen. Ach so, ja, nee, das musst du nicht, das stimmt. Wir schauen mal, später vielleicht. Oh, warte, lass nochmal Pause. Leute, wir machen nämlich hier einen kleinen Cut und unsere Eroberungstour wird beim nächsten Mal weitergehen, wahrscheinlich bei Luke. Ich habe leider noch keinen von den Typen gesehen, die er da gemeint hat, aber ja, wir werden das schon irgendwie hinbekommen, ne? Ich bin nämlich jetzt dabei gerade, wahrscheinlich in dem schwarzen Loch, wahrscheinlich war es Oslip? Quiet Dark. Links von Quiet einem, Dark. Oh, Quiet Dark, really? Interesting. Ja gut, aber ich bin gerade bei Oslip am, oder Oslippe oder wie auch immer, gerade ein Dings am Bauen. Oh, da oben sind ganz viele Reiche. Okay, über dir die? Nee, der grenzt direkt an mich dran. Also wenn du mich, ja, da, meine Heimat... Ja, da werden mir sechs Fragezeichen angezeigt. Genau, der. Tetel und Romakos und Biruta, ja okay. Den will ich haben. Können wir den das nächste Mal ja wegballern.
Gut, dann ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye. Ciao.